Same Deluxe schließt sein Restaurant Gefundenes Fressen im Hamburger Karolinenviertel. Der Deutschrapper zieht damit einen Schlussstrich unter ein Kapitel, das rund 5 Jahre währte. Same Deluxe schließt sein Restaurant. Deutschrapper verabschiedet Gefundenes Fressen auf Instagram. Hamburger Künstler zieht knallharte Bilanz. Hamburg-Deutschrapper Same Deluxe hat nach 5 Jahren sein Restaurant Gefundenes Fressen im Karolingenviertel geschlossen. Dies hat der 42-Jährige via Instagram verkündet. Gastro ist ein verdammt hartes Geschäft. Respekt an alle Leute da draußen, die es durchziehen. Ich hab keinen Bock mehr darauf, heißt es vom Hamburger auf dem Social Media Dienst. Rapper Same Deluxe geboren. 19. Dezember 1977, Alter 42 Jahre, Hamburg. Vollständiger Name, Same Sorgi Heipartnerin, Broke Russell, Wer. 2001, 2005. Same Deluxe, Deutschrapper schließt Restaurant Gefundenes Fressen. Hamburger verkündet auf Instagram Abschied aus Gastronomie. Sein Projekt abseits der Musik hatte Same Sorge, wie der Hanseat mit bürgerlichem Namen heißt, im März 2015 gestartet. Das Konzept des Deutschrappers: möglichst Deftiges vom Spieß servieren. Für das Karolingenviertel hatte er sich als Standort entschieden, da der kulturelle Herzschlag der dartsten Stadt der Welt nirgends so zu spüren sei wie im Ortsteil des Bezirks Hamburg-Mitte. Dies hatte Same Deluxe auf der Gefundenes Fressen Homepage anno 2015 verlauten lassen. Ob Fleisch am Spieß, Entrecote, Lamm, Bratwurst, Wraps oder fleischlose Alternativen wie beispielsweise Gemüsespieße, für nahezu jeden Geschmack war etwas dabei. Doch ist das gastronomische Standbein des 42-Jährigen nun Geschichte. Nichtsdestotrotz freue er sich aber auf die Zukunft hier in diesem Laden. Same Deluxe Gefundenes Fressen, Rest in Peace. Peace out, ließ der Deutschrapper via Instagram verlauten. Denn aus dem Karolingenviertel will sich der Meek nicht zurückziehen. Im Gegenteil, die Räumlichkeiten des Restaurants sollen zukünftig genutzt werden, um soziale und kulturelle Inhalte zu thematisieren und zu vermitteln. Geplant ist, unter anderem seinem am Montag, 3. August 2020 neu gestarteten Podcast Hochkultur dort aufzunehmen. Zudem sollen The York Sets und Livestreams produziert werden. Same Deluxe, Deutschrapper startet Hochkultur, Podcast Ex-Freundeskreis. Musiker Max Herre als erster Gast. Es wird einfach ein geiler Ort bleiben, der nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, aber immer noch in der Öffentlichkeit landen wird, heißt es von Same Deluxe. Für seinen Podcast, dessen Name an Sorgis Hochkultur Album angelehnt ist, trifft sich der Deutschrapper mit verschiedenen Persönlichkeiten. Diese sollen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens sprechen und generell skizzieren, wie ihre Karriere verlaufen ist. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Gastro is in hartes Business. Eng kleiner Dialog mit Nemhumie. Danke an @hombre_sug_trsvt_art. Ein Beitrag geteilt von Same Deluxe, Exame Deluxe, am Juli 31, 2020 um 3.16 Uhr PDT. Zum Start des Podcasts trifft sich der Hamburger mit Ex-Freundeskreismusiker Max Herre, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbindet. Regulär soll jede Woche Montag eine neue Folge erscheinen. Damit tut sich der selbsternannte Wickeder Mac mal wieder ein weiteres Betätigungsfeld neben der Musik auf. In seinem Kernjob muss der 42-Jährige im Grunde niemanden mehr etwas beweisen. Bereits in den 90er Jahren hatte der Hamburger durch die Unterstützung von Jan de la Rue und dessen Rap-Gruppe Absolute Beginner, mittlerweile nur noch Beginner, massig Live-Erfahrung sammeln können. Same Deluxe erarbeitete sich einen veritablen Ruf als Wortakrobat der Extraklasse, dem oftmals attestiert wurde, einer der komplettesten MCs in Deutschland zu sein. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Endlich ist es soweit.
Ab heute gibt's jede Woche montags eine neue Folge von meinem Hochkultur-Podcast. Für den Staffelstart hat mich der gute Max Harre offiziell beehrt. Überall, wo es Podcasts zu hören gibt und als Video in meinem YouTube-Channel. Link in der Bio. Artwork at Formular 76 Video und Edit at Janip Zebrowski. Ein Beitrag geteilt von Same Deluxe, Exame Deluxe, am Org 3, 2020 um 10.01 Uhr PDT. Same Deluxe, Deutschrapper, glänzt als Welt-AIDS-Tag-Botschafter und engagiert sich gegen Rassismus, denn gemäß der Bedeutung der Abkürzung, die für Master of Ceremonies steht, obliegt es einem Mac, sein Publikum mit einer musikalischen Bühnendarbietung zu unterhalten und in seinen Bann zu ziehen. Dies gelang Same Deluxe immer wieder, der nicht zuletzt aus 7 Soloalben schöpfen und dementsprechend ein großes Repertoire an Songs sein eigen nennen kann. Zudem ist der Hamburger für sein soziales Engagement bekannt und engagiert sich aktiv gegen jegliche Form von Rassismus. Er drehte mehrere Werbespots für den alljährlich stattfindenden Welt-AIDS-Tag und initiierte des Öfteren Workshops für Kinder verschiedenster Kulturen, um die Integration der Schüler aus verschiedenen Schulen und Gesellschaftsschichten zu fördern. Punkt. Für Schlagzeilen ganz anderer Couleur sorgen derzeit mal wieder die Aushängeschilder der 187 Straßenbande, namentlich Bonitz, Make und Kzuz. Während Erstere einen Song mit einem verurteilten Mörder aus Jamaika aufgenommen hat, muss sich der Schwangboxer vor dem Gericht für verschiedene Strafdelikte verantworten. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde bereits zurückgezogen, bleibt aber noch der Vorwurf des versuchten Diebstahls einer Sauerstoffflasche bestehen. 24hamburg.de und tz.de sind Teil des IDEN digitalen Netzwerks. Rubrik Listenbild. Georg Wendt, DPA und Johannes A. Alsterburg und YNX Mac.